da sind wir schon. Oh, und praktischerweise können wir dann einfach hier ein paar Sachen deponieren. Ja, komm, wir packen mal einfach die Sachen hier rein. So, Spitzhacke, Runenschwert, Runengroßschwert kann weg. Werde ich auch nicht benutzen. So, Set des rätselhaften Nomaden ist eher so Magier-Dingens. Ja, dann das auch da rein. Das hatte ich sogar schon zweimal. Tragkraft, das heben wir mal auf. Können wir bestimmt drin. Magieresistenz auch. Bögen, Schleichen. Ja, eigentlich ist mir das Schleichen gerade eine Pferdeflöte. Ach ja, für mein Isele. Besser knacken, Schleichen. Runenstiefel, die habe ich mitgenommen, einfach weil es Runen ist. Die packe ich aber auch mal weg. Die Schattenhaut. Rüstung 9, Rüstung 11. Schleichen halt auch Schleichen plus, aber ich schleiche nicht mit Nahkampfzeug. Ich bin halt kein Dungeon. Packen wir die auch mal weg. So. Ah, wir könnten dann auch mal kochen noch. Genau, wir gucken mal, ob wir noch was kochen können. Warte mal, Salz. Oh, den Salz da. Ah, wir haben nur 4 Salz. Die Sachen könnten wir ja auch mal alle wegpacken. Außer natürlich das, was wir brauchen für unsere Quest. Zum Beispiel diesen Flügel brauchen wir. Knoblauch auch, genau. Ah, Nebelschwamm. Rattenfleisch und eine Rattenhaut. Dann haben wir ja alles. Die 4 Sachen brauchten wir, glaube ich, für diesen Trank. Dann könnten wir nämlich brauen. Ja, stimmt, da könnte ich mal gucken, was ich da noch einlesen kann. Kraften tue ich jetzt eh nichts. Fackel, wieso habe ich da eigentlich 4? Ich glaube, die einen sind so ein bisschen angebrutzelt und die anderen nicht. Ach, guck, da ist auch so dieser Kristallhaken, wo ich gemeint habe. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann gucken wir mal hier. Genau, da wollte ich mal gucken. Das da, das da, das da. Das mal. Okay, die können wir alle schon. Und dann hatten wir noch ein Lehrbuch Fernkampf. Geselle. Damit können wir dann. Oh, Fernkampf 40. Yay. Und jo, das war's. Fingerfertigkeit werde ich mal noch einfach so lassen. Das lasse ich erstmal, weil ich ja ja, also ob ich da jetzt Geheimfächer, wobei ich habe in letzter Zeit überhaupt keine Geheimfächer mehr gefunden, fällt mir gerade so auf. Wahrscheinlich, weil meine Fingerfertigkeit jetzt zu niedrig ist für die höheren Kisten. Ich lasse es aber trotzdem mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal den Trank herstellen. Das können wir hier machen. Irgendwann muss man sich. Genau. Ihr könnt dieses. Wieso nichts tun? Einfach damit. Fehlt doch noch was. Was fehlt denn noch für den Trank?
Oder bin ich zu schlecht? Oh, jetzt gucken wir mal. Rattenfleisch, Knoblauch. Gelbe Schmetterl. Ah, Windwurz. Windwurz. Also brauche ich gar keine Rattenhaut. Aber Windwurz habe ich keinen. Den habe ich immer gleich verbraten. Nur so Wartürzeug. Okay, dann wollte ich mal kochen gucken. Nein, da muss ich aber Salz mitnehmen. Wenn ich da nicht... Oder wenn ich da noch irgendwelches übrig habe. Das ist aber falsche Spalte hier, meine Gute. Salz. Oh ja, guck mal, ich habe ganz viel Salz. Ja, nehme mal alles mit. Und im Gasthaus können wir kochen. Und dann können wir in unserer Bude... Stimmt, ich hätte jetzt die Sachen entzaubern können. Können wir in unserer Bude auch kochen? Oh, ich bin zu weit. Nee, ich glaube, da haben wir nur dieses Verzauberungs... dieses Talisman-Dingens. Guten Abend. Ja, guten Tag. Eins weiter. Nee, noch eins weiter. Mann. Es ist ja eigentlich ein Dorf. Aber das Dorf ist so groß. Oh, schön der Himmel. Und der torkelt schon nach Hause hier. Hallo, ich bin wieder da. Nachdem ich jetzt ein Weilchen nicht da war. Aber ich glaube, wir müssen auch mit dem Arkanistenfieber mal so langsam weitermachen. Denn es hieß ja, nach drei Monaten wird man langsam wahnsinnig. Und wir sind ja doch schon jetzt einige Tage unterwegs. Naja. Och, jetzt steht da schon der Koch. Darf ich auch mal? Mal fast zum Gruß. Vielleicht, wenn ich ihn anspreche. Hm? Was wollt ihr? Nee. Ich will mal gerne kochen hier. Oh, danke schön. Ich habe ihn einfach weggedrängt. Böse, böse. Okay, oh, ich kann sogar die archaisch-vegane Suppe. Hm? Was? Wollt ihr? So ist das eben. Ja, dann habe ich wieder schön was zu futtern. Ja, gut. Und das restliche Salz tun wir einfach mal zurück. Was wollt ihr? Jetzt kannst du weiter kochen. Verschwindet das Licht am Ende des Tages. Oh, der singt auch. Wobei, wenn ich jetzt nur zu der Burg gehe, dann kann ich. Dann kann ich das ja in der Nacht tun. Hier haben wir ja schon alles erkundet. Ich könnte ja eigentlich auch reiten, oder? Es geht ein bisschen schneller. Wo war denn das mit der Flöte? In welcher Sparte ist denn die Pferdeflöte? Wo habe ich denn jetzt hingepackt? Teleport? Da. Ah, die kann man auch so benutzen. Na, dann machen wir das doch. Nein. Kein Teleport. Oh. Doch. Wo ist das Pferd der Pferde? Hallo, Esel. Wieso bin ich jetzt noch in Cast-Pose? So, schnell wieder die anderen Sachen anlegen. So. Dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller. Kann der auch galoppieren? Nö, oh Gott, dann läuft er sogar schneller. Warte mal, langsamer. Oh, er kann galoppieren. Aber dann bleibe ich an allem Möglichen hängen. Hat
der auch eine Ausdauer? Nö. Doch, er kann nicht mehr. Wie, mich überfällt jetzt hier wieder irgendwas, weil hier Respawn ist. Jetzt sieht's ganz gut aus. Aber man ist auf alle Fälle... da oben wächst ein Minenwurz. Das heißt, das bedeutet, es gibt tatsächlich Respawn, zumindest an Pflanzen hier. Ich meine, den habe ich schon mal abgezupft. Muss auch noch hinkommen. Yay, dann können wir nämlich unser Elixier bauen. Müsste ich ja die ganzen Windwurz-Spots wieder aufsuchen. Oh Gott, ich weiß es ja schon gar nicht mehr. Da, guck, da hat die ganzen Pflänzchen, hat's wieder. Und die Schurken dann auch wieder da. Wenn man dann schon merken. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Wenn ich nicht eine unliebsame Begegnung haben möchte. Ah! Da? Spazieren welche? Dass die mich noch nicht entdeckt haben, wundert mich ja. Kann man vom Pferd? Oh, man kann vom Pferd aus angreifen. Ich glaube, das wird nichts. Dreh mal um. Nee, das wird nichts, weil ich dann... Oh, weil ich dann mein Target nicht sehe. Auf das man es mal versucht hat. Okay, es gibt also auch hier Respawn. Von den Drops her sieht es jetzt auch nicht... Hey, schieb mich nicht weg! Von den Drops her... Aber dann wird es ja heißen... Oh nee, das würde ja heißen, ich muss mich in der Burg wieder nach oben kämpfen. Auch wenn es jetzt bedeutend einfacher sein sollte. Aber wenn ich Glück habe... Naja, müssen wir halt mal gucken. Wo ist denn der zweite jetzt? Liegt er irgendwo im Gras? Ja. Die Groschen will ich schon haben. Und meinen Pfeil auch. Okay, dann haben wir hier tatsächlich auch komplett Respawn. Naja, okay, dann müssen wir mal gucken. So, wo geht's denn hier? Zur Burg. Ah, wir können auch links den Weg nehmen. Ja, komm, dann machen wir das. Dann ist mir die Dunkelheit natürlich nicht so lieb, wenn hier jetzt wieder Wölfe und allerlei... Da, auf dem Bauernhof. An dem Bauernhof waren nämlich auch Skelette. Ja, hier ist eine Abzweigung und hier bei mir auf der Map nicht. Doch, ist. Also okay, dann nehme ich den rechten. Ach, jetzt bin ich hier. Da waren aber auch Ganoven da. Ja, genau. Oh Gott, das ist schlecht mit dem Viech. Na, die haben wir auch schon entdeckt. Ach.
Blauer Quarz. Lass ich mal meinen Esel da stehen. Dietrich, oh, das kann ich gut brauchen. Oh, gibt es hier auch neue interessante Sachen? Leer. Oh, das ist nicht aufgefüllt. Bäh. Was nochmal in Ganove? Das war nicht nur einer, oder? Meistens sind sie zu zweit. Und oben am Weg waren nämlich auch nochmal welche. Zur Burg hoch. Da war auch nochmal irgendwas. Ich nehme mal den Lavendel mit. Gelesen haben wir den schon. Was ist das? Aus dem Skelett. Das war ein Skelett. Leer. Oh, da ist aber noch irgendwas. Noch ein Skelett. Oh, noch eins. Noch eins. Ach ja, stimmt, das war die Stelle, wo die vielen waren. Noch einer. Ja, irgendein Bogenschütze. Komm mal um die Ecke. Na? Das Fiese ist ja immer, dass die einen selber total gut sehen. Und man selber sieht sie halt nicht. Da ist er. Hm, der Lachs ist gut. Mmh. Knochenmehl, das ist immer derselbe. Spitzer Pfeil. Boah, schon Langbogen. Also hier skaliert wohl der Loot nur mit der Gegend, nicht mit seinem eigenen Level. So, da oben war nämlich die Klippe, da waren glaube ich auch noch welche und dann müssen wir... Das einzig Gute ist, dass wir genau wissen, wo wir hinwollen und dann können wir alle anderen Gegner in dem, im Schloss links liegen lassen. Was sagt denn die Tageszeit? Ja, erst kurz vor Mitternacht. Oder noch was abzupfen? Ja. Nehmen wir doch gerne mit. Ich meine, da waren noch irgendwelche Räuber an der Einkurve.
Und dann gab es ja noch so ein Räuberlager hinten in der Pampa. Da könnte man sogar übernachten. Wobei, das könnte ich dann wahrscheinlich auch in der Burg. Da hat es, glaube ich, auch ein paar Betten frei gehabt. So, hier ist jetzt diese Überfallstelle. Kann ich wieder nicht zupfen. Es klappert was. Da liegt auch ein Skelett. Habe ich die Münzen übersehen beim letzten Mal? Wahrscheinlich. Oder sie sind neu gespawnt. Ein Münzspawner. Guck mal, da liegen lauter Skelette rum. Ich weiß, dass oben Skelette waren. Oh, Heilwurz. Die haben wir auch nur hier in diesem Gebiet gesehen, gell? In diesem Anfangsgebiet. Oh, da oben ist noch eine... Wie ein Wurz. Also das heißt auch, so Gebiete immer schön sauber machen, dass man nicht nochmal kommen muss. Dann hat man auch den Respawn nicht. Es sei denn, man muss jetzt vielleicht für so eine Quest oder so halt da nochmal hin. So, aber vor der Burg waren Skelette, das weiß ich. Aber jetzt können wir ja zum Eingangstor rein. Und Wolf. Oh! Dachte ich vorm Tor. Also direkt am Tor. Halt, bleib hier, wir looten. Nichts Besonderes. Also meine Schleichkünste sind immer noch nicht so gut, wie ich es gern hätte. Ich glaube, da waren im Gebüsch noch irgendwo Skelette, oder? Oder sind das die hinterm Tor? Was sind die hier? Gute ist, dass die mir nicht mehr so wehtun. Sind ja lauter kleine. Und auch diese fiesen. Ja, ich weiß, aber ich habe leider diese Klaue noch nirgends gefunden. Dass wahrscheinlich jetzt diese fiesen Untoten in der Burg jetzt auch nicht mehr ganz so wild sind. Zumindest wäre das schön. Die immer überall hin zerfleddert sind. Obwohl ich das schon gruselig fand da drin. Aber ich will wissen, ob ich diesen Geist mitnehmen kann. Wäre ja immerhin im Anfangsgebiet. Es müsste der einfachste Geist sein, den es gibt. Ich bin nicht wundern, wenn da noch irgendwo einer steht. Okay, Treppe hoch. Hast du die Schrecke auch neu aufgefüllt? Nee. Das ist leer. So.
schön wäre natürlich auch. Wenn es jetzt nicht derselbe Spawn wieder ist, sondern... einfach weniger. Oh Gott, sind wir gelandet. Ich dauer sollte. Und auch noch weg. Okay, das war das Atelier. Nur ob die Pfeile hier rumliegen. So, hier haben wir natürlich jetzt einige Gegner. Der sieht mich auch gleich. Na komm. Ich gehe in Nahkampf. So, noch einer. Okay, der ist da hinten. Fernkampf. Dürfte ja nicht so viel aushalten. Wie schießt denn der? Der dreht sich einmal um sich selbst und dann schießt er auf mich. Was futtern. Ja, komm, der Lachs ist gut. So, jetzt sind wir ja... wo sind wir denn hier? Müssen wir weiter runter? Ich dachte, die Dame wäre ganz oben gewesen. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Da sind wir gut. Ich höre gar keine Stimmen mehr. Das wäre ja fies, wenn man den Geist sich gar nicht mehr holen kann. Ah doch. Und das ist auch nur noch ein Skelett da. Warum sehen die mich immer sofort? Doch, man hört ein bisschen was, aber ob es das ist? Doch, man hört was. Stahlpfeile hat er sogar. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier funktioniert. Oh, komm, die Axt immer mit. Gutes Geld. Und hier ist sogar noch was drin. Oder ich habe es drin gelassen, weil ich da das letzte Mal... ah, das kann sein. Dass ich das letzte Mal keinen Platz mehr hatte. Und habe ich gedacht, so, ich lasse das Zeug halt alles drin. Und die Bücher hier. Chroniken von Goldfurt. Die müssten wir doch gelesen haben und das müssten wir auch mitgenommen haben, oder? Dies sind die letzten Zeilen, die ich vorerst in unserer Chronik festhalten möchte, um ein wenig Klarheit in das Dunkel zu bringen, welches uns seit geraumer Zeit immer fester in seinen düsteren, nebligen Klauen hält. Ja, das haben wir schon gelesen. Oh. Aber der war nur Deko. Ja. Leeres Papier, leeres Papier. Sag mal, sind wir hier durch? Das haben wir gar nicht ausprobiert. Hier könnte ich schlafen.
Oh, aber hier ist so gruselig zum Schlafen. Wir speichern mal wieder richtig. Und dann machen wir mal das. Nee. Ach so, ja, war das ja der. Alles klar. Da ist was. Da ist tatsächlich was. Cool. Seele Marius Dalgoldfurt. 11. Verzauberungserfahrung 25. Er startet Seelen. Alle Seelen auf Enderal finden und sammeln. 20 Stück. Beendet Netz der Seelen einsetzen, um eine Seele zu finden und zu sammeln. An einem Phasmalistentisch aus der Seele einen Talisman erschaffen. Genau. Yippie! Oh, cool. Also wir haben bis jetzt ja nur den hier. Oder ich habe es vielleicht nicht gehört. Und, das ist aber ein arkaner Verzauberer. Ich glaube, ich habe nichts Magisches dabei, oder? Nee. Magieresistenz. Na, die möchte ich eigentlich nicht auseinandernehmen. Das mache ich erst, wenn ich es doppelt habe. Gut. Dann hätten wir die eine. Ich muss mal hier mal bei mir einen Sound ein bisschen lauter machen. Ich glaube, ich habe es gerade. Leise. Weil sonst höre ich nämlich diese Flüsterlaute auch nicht wirklich gut. So, dann porten wir uns doch einfach wieder nach Flussheim. Gucken, ob wir da irgendwas basteln können. Oh Gott. Wie es mich hinschmeißt. Dämmert's jetzt schon? Nö. Zeit vergeht hier nicht so schnell. Okay. Es gibt tatsächlich nur den Tisch hier. So, Talisman schaffen. Ja. Ich glaube, Moment. Ich glaube, wir brauchen. Was brauchen wir denn dafür noch? Ich glaube, wir brauchen da noch ein. Eine Kette oder sowas, die nicht verzaubert ist, oder? Was steht denn im Questlog? Seelen, alle Seelen finden. Einführung in Phasmalismus. Ich habe eine Seele gefunden, die in dieser Eventualität feststeckt. In einem Spektralisierungstisch kann ich nun daraus ein Amulett herstellen. Dazu wird die Seele eine genügend hohe Verzauberungsfertigkeit und verschiedene weitere Gegenstände wie Seelensteine oder Knochenmehl benötigt. Welche Gegenstände notwendig sind, wird erst angezeigt, wenn die Seele und die Verzauberungsfertigkeit erreicht sind. Das heißt, da stand dran 25. Ich muss mir die Skills kaufen. Denn ich habe ja nur 16. Okay, dann übernachten wir jetzt, bis es morgens früh ist. Und kaufen dann ein. Oh, wir schlafen 7 Stunden. Ja, komm, 7. Manche von diesen Händlern sind ja so ein bisschen Spätaufsteher. So. Nee, hier geht's durch.